Grüße. Ja, Na, alles gut? und selber. Soweit. Ja, ich habe jetzt, Soweit, so gut. mal auf der, auf unserer Webseite so da das, den Artikel da von den Steinen da reingestellt. Aber noch privat. Nö. Warte. Ich habe mir das Vorschau, so ein Vorschau-Ding angeguckt und da sah das gut aus. Ja, warte, wir machen das, warte, 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 Moment, Sekunde, 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 Sekunde. So, ich habe das ganz kurz auf privat gestellt. Ja. Weil wir ja eigentlich immer auf Live Invader posten, wenn wir was veröffentlichen. Ach Ich mache eben was so. fertig, ja? Ah ja. Habe ich gar nicht Alles dran gut. gedacht. Ja, also sieht an sich gut aus. Aber ich mache da eben einen Post fertig, ja? Ja, wo bist denn Weil du? sonst. Ich bin unten am Yachthafen, ich wollte gleich mit dem Boot rausfahren. Ja, kann ich da mitkommen? Ja, hast du einen Angel? Nö. Wo krieg ich denn eine? Oben am Angelsteg. Ich bin jetzt gerade bei der Baustelle. Ich habe gerade Zement abgeliefert. Muss ich da. Ja, das ist nördlich vom großen See oben. Nördlich Das ist so von. ein Steg. Ja, ah ja, sehe ich, ja. Genau. Da brauchst du aber, wenn du mit raus willst, brauchst du eine gute Angel. Kostet so, ja, $5.000. Ja, ich habe 25 dabei. Ich habe gerade ja Zement abgeliefert. Ja, dann hol dir da eine Angel und irgendwie so, ich weiß nicht. Überleg gerade. Ja, nimm so, kauf dir 50 Köder oder so. Ich hab's ja nur noch nicht hier. Ja. Und dann komm hier runter und dann nehm ich dich mit. Ja, perfekt. Da kannst du ja mal da das Ding da. Du kannst Genau, ja ich unten mach das so lange fertig. als Info schreiben, Wasser ist nass oder so. Oder sollen das schon sinnvolle Sachen sein? Das, nee, nee, das soll so dummer Kram sein, aber ich habe im vorletzten Post habe ich gerade geschrieben, dass man nass wird, wenn es regnet. Ach so, ja, das ist blöd. Ich überlege mir was anderes Cooles. Ja, okay. Ja? Ja, Okay, kein dann Problem. mache ich das eben fertig. Ja, Cool. super. Aber Dann. sehr gut, dass das da drin ist, das ist gut. Ja, und Alles ich klar, es habe zwei klappt andere soweit, ja? Artikel auch schon geschrieben, ne? Okay, Ich genau. habe. Also Ja. wenn sowas ist und du willst das quasi schon raufhauen und wir haben den Post noch nicht. Dann kannst du die trotzdem da schon rauf machen und dann kannst du, wenn du die kannst du in den Einstellungen auf der rechten Seite, kannst du das von öffentlich auf privat umstellen. Denn sieht das So. niemand außer uns. Ah, verstehe. Ja gut, dann mache Genau. ich das nächste Mal so, weil den PDM-Artikel hat nämlich Sam schon gelesen und die hat auch schon da ein Bild zufällig gemacht. Das heißt, das Okay. könnte ich theoretisch auch dann noch reinstellen auf privat stellen, aber das muss nicht heute sein. Also wir müssen es ja auch nicht übertreiben, ne? Wir können das ja so nach und nach. Ich wollte gerade sagen, ist doch auch cooler, wenn wir irgendwie einen täglichen Artikel haben, als an einem Tag zwei und dann irgendwie drei Tagen Richtig. gar Also nichts. ich habe heute zwei fertig geschrieben noch dazu, also zu dem Okay. Stein-Ding, ne? Ja, das ist doch cool, dann haben wir wieder ein bisschen was. Genau, ich weiß nicht, wie das mit dem Interview ist von Hector, ob das jetzt Sam schreiben wollte oder ob ich das da ja noch schreibe. Also können wir ja mal Ne, gucken. das ist ja eigentlich dein Ding. Ja, dann ist okay, dann schreibe ich das. Mir ist das egal, ich muss Ja, das nur wissen, also ne? ich hätte gesagt, dass das dein Ding ist eigentlich. Ja gut, So. dann ach so, das Foto. Ich Auf meine, das hat jeden aber, Fall. das hast du gemacht, ne? Ich habe noch gar kein Foto von euch gemacht, weil Ach wir das so. nicht in der Steinmine machen wollten. Ah ja, stimmt. Ja, das müssen wir doch irgendwie nachholen. Ja, können wir ja machen. Ich hatte überlegt, ob man vielleicht da so vereinheitlichte Bilder für macht. Ja. Für diese Interviews. Und die vielleicht in der Mall macht oder in dem Fotostudio. Dass die relativ clean sind und einheitlich. Ah ja. Weißt du, dass das noch so ein zusätzliches. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Das ist eine gute Idee, weil dann ist das nämlich nicht immer so situativ, von wegen, wo man das Interview Genau. führt, sondern man ist es. Ja, ist eine gute Idee. Finde ich Genau. super. Weil die Interviews sind ja auch alle relativ ähnlich, ne? Ja, schauen wir mal, wie die sich entwickeln, Ja. ne? Zwischen den Ja. Fragesteller und den Antworten, ne? Ja, aber. Ach Ja. so, und ich habe noch eine andere Idee, das kann ich gleich beim Angeln erzählen. Ich muss sagen, Okay. das mit dem Ja, mach MD das. ist mir gestern ein bisschen quer gegangen, deswegen ich habe da noch mal drüber geschlafen. Ich war so wütend. Ja, habe ich gemerkt. Wirklich. Oh. Wie man so ignorant sein kann, ne? Ja, ich Also. weiß, aber ich habe da schon wieder, lass da mal, ich habe da so einen Hapertrick vielleicht. Vielleicht, Ich hab. weil das Problem ist, wenn das der, das ist ja der Fuzzi da von der Admin, und wenn der jetzt auch schon, also. Ne, wenn der jetzt auch schon schlechte Laune auf uns hat, ist das halt auch blöd. Ne? Nicht, dass er da jetzt zum PD geht und sagt, guck mal hier, die fragen wir uns auch noch mal nach und so weiter. Die glauben euch nicht, weißt du? Ich will da so ein bisschen vielleicht die Wogen glätten, aber ich will da ja auch noch mal Sam dazu hören.
Das sieht ja zu weit. Ich will nämlich, ich brauche sowieso noch so einen Termin für so Kontrolle und so. Ja, also wenn es an mir geht, hätte ich dem Typen gestern die Fresse poliert. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß, aber so arbeiten wir hier nicht. Das bringt nichts. Ja, ich weiß. Potenzielle Informanten wie Channel einprügeln, nur weil sie nicht reden. Ja. Okay. Naja, es ging nicht darum, dass er nicht geredet hat, sondern seine Art und Weise dabei. Ja, und ich weiß auch nicht warum, weil sonst war der immer scheiße freundlich zu mir. Ja, oh, keine Ahnung. Der ist halt auch irgendwie... Das ist ja auch einfach nur dämlich, oder? Also, es tut mir leid, aber... Jeder normal, du erlebst das doch als Mensch und das ist doch auch nichts Geheimes oder so, wenn die eine 500 Meter Sperrzone ausrufen. Ja, ja. Also, wenn da zivile Geiseln und zivile Opfer dabei waren, so, dann ist das ja nichts Geheimes. Das ist richtig. Die Person ist da ja nicht verpflichtet, darüber Stillschweigen zu bewahren oder so. Das ist auch richtig. So. Und mit seinem komischen Datenschutz muss der mir gar nicht kommen. Ja. Ich wüsste nämlich nicht davon, dass wir irgendein Datenschutzgesetz haben. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Ja. Also mich interessiert das jetzt nicht so, sagen wir mal. Sag es mal andersrum, es interessiert mich einfach nicht. Wenn ich Infos will, ne, guck ich, ob ich Infos kriege. So, also Angel habe ich gerade gekauft. Ich fahre jetzt dann runter zum Yachthafen und dann treffen wir uns dann gleich. Ja, ich mache eben den Post hier fertig und dann stelle ich den wieder auf öffentlich. Ja? Ja, perfekt. Dann bis gleich. Super. Bis gleich. Tschö. Jo. Habermann. Das ist Nika, das ist Emma, das ist Diego. Ja, grüße. Hey, Harper. Hallo. Das ist der Alte. Hallo. Ja, Harper, was geht, Mann? Ja, boah, nicht viel, weil selber. Ja. Same procedure as last year, Harper. Was hast du letztes Jahr gemacht? Was? Alter. Wie immer, Mann. Ach so. Ja. Ja, dann weitermachen, würde ich sagen, ne? Okay, das kriegen wir hin, Mann. Okay. Perfekt. Ja, scheiße, Emma, aber du solltest vielleicht wirklich mal irgendwie... Guck dir das Ding nicht an. Guck dir das Meisterwerk an. Alles fällt auseinander. Alles mit Paketband geklebt, damit das alles nicht auseinanderfällt. Ne? Das ist ja, nicht aufpassen, dass ihr da drin nicht hustet oder so. Jetzt ist dein Lack echt von Vorteil. Ne? Der kaschiert das ganz schön. Wir haben das liebevoll vorne geklebt. Ja, also ich finde, da kannst du echt mal nicht meckern. Okay, man. Außerdem, was können wir dafür, wenn so ein Tarnstein da irgendwo rumliegt? Tarnsteine. Der so plötzlich aus dem Boden ploppt, ne? Also ja, man kennt das nicht, ne? So eine Art Waffenstein war das. Wirklich, richtiger Mordanschlag. Die bösen Tarnsteine und Kopfsteine. Ja, dabei hätte er ja auch mal warten können, bis ihr vorbei seid mit dem über die Straße gehen. Das sind diese Maulwurfsteine, da habe ich auch schon von gehört. Die kommen einfach aus dem Boden, ne? Voll der Arschkrampenstein war das, ja. Ja, Sprungpalmen, die einfach auf die Straße springen. Ja. Sowas gibt's ja auch, ja? Aber nur hier oben im Norden, oder was? Also laut Sam gibt's auch Sprungpalmen, ja. Im Norden? Nee, die gibt's auch überall. Ja, scheiße, ich hab schon Falllaternen gesehen. Alles oder hinter den Hills ist der Norden, Mann. Alles, was nicht da unten ist, ist woanders, ne? Ja, also überall, wo Wüste herkommt, ist Norden, würde ich sagen. Genau, Mann. Ja, du fährst da oben, Weinwurt-Hills-Schild und ab da ist Norden. Okay. Ja. Ab da bist du in einer ganz anderen Welt, Mann. Ja. Hier musst du aufpassen, dass dich nicht nachts irgendwelche Hillbillys anspringen. Genau, Mann. Die bekämpfen sich hier mit irgendwelchen Wölfen und so, weißt du? Da musst du echt gucken. Ja. Oh, scheiße. Ja. Okay. Und da habe ich so ein Video auf diesem YouTube gesehen. Ich sag dir das, Mann. Das ist echt furchtbar, was hier abgeht, Mann. Wie die Zombies. Ja, voll schlimm. So eine Apokalypse. Nee, Apokalypse. Ja. Wie heißt das denn? Akupalypse? Irgendwie so. Akupalypse. Akupunktur meinst du, Mann. Akupatletze. Was? Ja, ja, genau. Ja. Also nicht das mit den Nadeln. Ich meine schon das, wo so die Welt untergeht und so. Ich bin nicht raus. Okay. Wir reden von Akupats. Was ist das? Mhm. Eukalyptus. Ich lasse euch einfach drüber reden. Ich höre einfach zu. Mahlzeit. Reine Körperbeherrschung, jeder andere, der gekotzt, ne? Ja. Wah. Respekt, Digga, Respekt. Ja. Was machen wir jetzt hier?
Ich will einfach fragen, wie gehört die rote Karre hier? Ich hab nicht hier markiert. Ich hab, Was? Woanders. In Nordwold. Ich hab woanders markiert. North. Mann, ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch einfach nur mal geguckt und einfach da gesagt, fahr da mal hin. Ja, scheiße, warum lässt ihr eigentlich diejenige am GPS rumspielen, die einen Atlas falsch rumhalten wird, Mann? Also erstens, ich hatte eine Brille auf, ich sehe intelligent aus, ja? Und zweitens... Das hilft bei JDF auch nicht. Alte Fresse. Ja, aber das liegt an der Haare, Mann. Nee. Ich fände die Frisur cool. Moment, JDF, ich bist du das? Frisur, ne? Ja, sicher. Genau. Was hast du denn für eine Wette verloren? Also die wird mir jetzt auch mal ohne stehen, Mütze auch unterwegs. Kann man dich gar nicht wieder. Das ist ja schlimm. Ja, mein Angelhut, der drückt leider ein bisschen doll am Kopf. Das Problem. Naja, der ist ja... Ja, setz ihn lieber wieder ab. Nachher nimm dich noch ja, fest. Deswegen. Wegen schlechter Geschmack, Modegeschmack krieg ich oder den so. Nicht wieder ab. Ja, Harper, was hältst du von so einer Frisur? Willst du nicht auch mal sowas haben? Also, wie Frisur? Was für eine Frisur? Na, wir können dir doch auch mal so Dreadlocks machen, oder? Naja, also aber der hat ganz tolle Perücken, Mann. Perücken? Nee, das lasst mir mal hier. Also ich hab schon poliert, reicht alles gut. Man nennt ihn auch die Bowling-Google. Dann kann man sich ja spiegeln. Ja, das ist gut gepflegt, ja. Ne? Ja, oder die Zukunft voraussagen. Spuck mal drauf, Miles, und reib mal dran. Sie haben drei Wünsche frei. Okay. Musste man die nicht schütteln und dann kommt eine Antwort? Ey, wer mich so schüttelt, den kotze ich voll. Ich schüttel doch nicht die Glatze, Mann. Oh mein Gott. Wer weiß, was dann passiert. Schüttel die Glatze. Entschuldigung, Bilder. Ja, wie gesagt, wir suchen zu Hause. Irgendwo, wo vielleicht nicht schon 70.000 andere Leute wohnen. Oh ja. Ja, aber wie gesagt. Dann guckt ihr hier oben? Ach, die Scheiße. Nee. Also irgendwo, nirgendwo hier. Ja. Meine Güte. Weißt du, so weg vom Radar halt, ne? Mit Hinterhof habe ich gelernt. Ja, hier ist man aber auch weg von der Zivilisation und wenn man umgebracht wird, kriegt das auch keiner mit. Ja, ist nicht so schlimm. Dann wirst du wenigstens fermentiert, ne? Mhm. Das heißt, ich glaube, hier wirst du von den Kojoten gefressen. Mhm. Oder von den Hillbillys. Verstört es dann auch keinen, wenn du dann vor dich herumstinkst und der Leichensaft dann austrifft. Das ist auch alles kein Problem. Du musst nur von der Seite aus sehen. Nein, mal ohne Scheiß. Also wie gesagt, Aroma. Es ist halt nicht so, irgendwie alle Ecken, wo man so guckt, da stehen überall Autos. Also ganz, ganz viele Autos. An einer Ecke, wo wir geguckt haben, da standen nicht nur Autos, sondern auch mehrere LKWs. Also ich weiß nicht, was für eine Ecke war. Großunternehmer. Ja. Mhm. Und hier im Norden auch, oder war das in der Stadt? Nee, das war noch Stadt. Eine ganz reiche Ecke aus. Ich bin auch letztens hier irgendwo lang gefahren, da standen auch ganz viele LKWs in so einer kleinen, nichts aussagenden Straße mit so Wohnmobilen. Ja, du musst aufpassen, wenn du da in Richmond die Straße hochfährst, da kommen dir teilweise LKWs auf deiner Spur entgegen. Ja, Mann. Ach du Scheiße. Oder ja, sie parken du, fair. Ach du Scheiße, willst du einen LKW fahren, wärst du auch lebensbedrohlich für sämtliche Leute. Wobei das ist ein Ding auch, also. Ich wollte schon fragen, ob du Engländerin bist, ne? Sag nicht sowas, die fährt uns noch zurück. Die fährt uns, ja, aber sie fährt uns ins Tod. Also wir brauchen uns keine Gedanken machen, dass wir irgendwelchen Leuten am Schlips treten und die uns umbringen. Wir brauchen einfach nur Emma mit im Auto sitzen. Oh, okay. Weißt du, ich hatte ja Angst, wenn Lia fährt, ne? Aber, ja. Habt ihr mal hier in Harwick geguckt? Wo? Harwick, nördlich von dem Suburban in der Stadt unten. Harwick. Da oder eventuell Rancho wäre vielleicht auch nochmal. Ja. Hey, Rancho ist ziemlich ausgebucht. Ach, war nicht im Pink Cage noch was frei? Oder ist das zu bevölkert? Das ist. Nee, da ist nicht gut. Da willst du nicht. Nein. Gerätst du zwangsläufig in Sachen. Genau. Ah, ja. Da ist der Verkäufer aus einem direkt nebendran. In Sachen? Was für Sachen? Wohnt nebendran? Da, ist das dasselbe, wovon wir reden? Da, wo der Verkäufer ist? Was, war das ein Weidenverkäufer oder was da daneben? Nee, das war aber vielleicht an diesem. Ist nicht bei uns die Straße runter auch noch so eine Partnerkomplex? Ja, ich weiß nicht, wie das aussieht. 90.000 Dollar jede Wohnung. Wow. Na toll. Ciao. Ja, tschüss. Aber dafür hast du deine Ruhe, Mann. Da wohnt noch keiner so wirklich, habe ich gesehen. Ja, bei den Preisen. Ja, oder halt die Straße noch ein Stückchen weiter runter, da wo du vom Weinbutt-PD drauf zufährst, Mann.
Ja, nicht Winewood, wie heißt das da in Vespucci PD, Mann? Vespucci. Wir können auch mal. Sollen wir da mal runterfahren, mal gucken? Weil ich glaube, da ist irgendein Verarbeiter oder irgendein Verkäufer in der Ecke. Nee, naja, der Weintyp, aber da kriegst du nichts schon mit. Nee, aber ja. Ihr wisst, welchen ich da meine, ne? Dieses auch irgendwie glaub, so ein Motel, weiß, Mann. Ja, mit so einem Pool im Innenhof, etc. pp. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich fahre einfach hinterher. Da waren wir schon gewesen. Okay. Und? Hast du gesagt nein? Ich hab, ja, aber ganz ehrlich, Entschuldigung, ihr denkt einfach nicht, das ist euer Problem. Jo. Warum steigst du auf dein Auto? Aus Langeweile. Das macht eh keinen Unterschied. Weißt du, ich dachte, ich guck falsch in meinem Augenwinkel, aber du warst wirklich auf das Ding aufgestiegen, ne? Ja, und? Lass mich doch. Ja, mehr kaputt machen kann sie ja nicht mehr. Boah, das stimmt. Aber heulen, weil ich ausgerutscht bin und außersehen dagegen getreten habe. Du hast dir fast die Nase gebrochen. Ich wollte gerade sagen, ey. Ey, ich wäre fast hingefallen, Entschuldigung, das ist eine neue Hose. Ja, also voll auf meine Nase, ne? Ist klar. Mit der Faust außersehen im Gesicht gelandet. Das hast du in der Gesichter, also ohne Mist. Ja. Ja, vielleicht wollte sie ihr Gesicht auch einfach nur verewigen auf dem Auto. Das kann sein. So als Andenken. Ja, das kannst du machen. Du kannst einfach da gegen den Dreck drücken, gar kein Problem. Okay, wollen wir losfahren? Ja. Okay, wir fahren mal todesmutig hinterher. Oh, was für todesmutig. Hier doch mal. Anschnallen. Ja. Eben. Das ist in meinen Augen ist das hier das Gegenteil von Understatement. Und ganz ehrlich, darüber hatten wir uns ja geeinigt, ne? Mhm. Man muss nicht immer einen auf die Hose machen, weil dann kriegt man mich auch ganz schnell dicker auf die Fresse. Ich hab keine Ahnung. Wer kriegt auf die Fresse? Ahnung, was das heißt. Okay, man. Ich hab gesagt, jeder, der einen auf dicke Hose macht, kriegt auch schnell einen auf die Fresse. So ist das halt im Leben. Ja, immer rein. Nee, ich bleib ganz gerne unter dem Radar. Warte, immer rein in die Olga. Nee, im... Wer ist Olga? Kenn ich, muss ich kennen. Läuft hier irgendwo rum. Ach so, ist das eine bekannte Frau aus der Stadt? Keine Ahnung. Scheiße. Eli, vielleicht müssen wir mit dem ein Interview führen, wenn die so bekannt ist. Interview? Ja. Mach mal. Arbeiten Sie bei der Zeitung? Ja. Also erstens hast du den schon geduzt, zweitens haben wir mit Ihnen auf der Party darüber gesprochen, ich dass er geduzt? Bei der Zeitung arbeitet. Ja. Er war auf der Party. Und dann wer bist du? Das ist der Sam so fotografiert hat, wo wir gesagt haben, dass das so geil aussieht. Nee, das bin ich. Das ist er. Wer ist das jetzt? Hier, ich, hallo. Das ist der Fotograf. Hab ich doch gesagt. Ja, genau. Ich mach die Fotos. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, und ich rede mit dem Harper. Mit Harper, ja. Ach so, ich dachte, du sprichst mit ihm. Nein. Nee. Aber Harper ist ja auch bei der Zeitung. Ja, wir sind beide bei der gleichen Zeitung. Vielleicht wurden doch. Ach, leck mich doch alle am Arsch. Okay. Ja, okay. Nicht alle. Nur Sam, er und ich. Ich dachte noch, deine Freundin da, wie heißt sie? Sam gesagt. Sam. Ja. Alter, das ist. Ich glaube, das ist diese Gegend hier. Das sind die Bad Vibes, das sind auch Blöd Vibes, glaube ich. Also irgendwie. Ah, ich habe da keine Ahnung, Alter. Hier weg. Scheiße. Ja, andere Ideen. Also, das sieht ja hier sehr ziemlich ausgebucht aus. Ja. Deswegen haben wir ja, ne, am Arsch der Welt geguckt, weil am Arsch der Welt guckt keiner. Weißt du, hier kommt auf jeden Fall Ärger hin. Am Arsch der Welt nicht unbedingt. Also ganz im Norden vielleicht ein paar, wie heißt das, Paleto oder so? Ja, da war scheiß auf Paleto, fahrt nur mit Nee, Paleto gibt's eigentlich fast. Ja gut, wenn er das sagt. Also. Oh, Diego, ich geb dir mal Schlüssel, du fährst mal. Geh mal raus. Alter, wieso soll ich fahren? Hier generell in der Gegend muss man vielleicht mal gucken. Ich glaube, hier ist auch einiges. Ja, in der Gegend waren wir auch schon. Da oben ist auch so ein Motelkomplex mit schönem Innenbereich. Der ist allerdings schon weg. Okay. Ja, verdammt. Ist schon besetzt. Ansonsten vielleicht da hinten die Straße noch runter. Da müsste auch noch sowas in die Richtung sein. Mit mehreren Wohnungen und so einem. Ja. Also, was halt. Was ist euch denn wichtig überhaupt? Genau, dass ihr eure Ruhe habt, oder? Wäre, wenn es so ist. Quasi von der Theorie her, so wie das, nur dass hier vorne nur ein kleiner Eingang ist und man halt nur von einem Bereich quasi gesehen werden kann. Weißt du, wie ich meine? Also sowas so wie der Cage. Ja, gut, nur das ist mir zu offen. Da kannst du ja, das ist zu, ne? Das macht keinen Sinn. Da kannst du nur hinten noch rüber gucken. Aber sowas ist schwierig. Deswegen, also ich weiß nicht, das ist so ein rotes Ding, ein roter Komplex, auch so ein Motel-Komplex. Wie heißt das Ding, Schatz? Ja, Motel, was weiß ich. Auf jeden Fall, das meine ich halt. Sowas wäre perfekt. Aber schwierig. Überleg rein. Kommt nochmal mit. Egon hat einen Plan.
Ach so. Kegeln halt ein Blach. Aber wir sollen fahren, ich dachte. Scheiß aufs Geld erstmal. Ich wollte sagen, das sieht aber ein bisschen teuer aus, oder? Ich hab kein Geld, auf das ich scheißen könnte. Aber, Ich finde den Innenraum. Das hat so ein bisschen was von Gefängnis, würde ich sagen, ne? Ja. Das sind halt Mehrfamilienwohnungen hier, ne? Aber Mehrfamilienhäuser meine ich. Aber. Aber es ist auf jeden Fall schon so, es geht schon auf jeden Fall in eine gute Richtung. Und wohnt da nicht schon irgendjemand? Warte, wo denn, was denn? Die Straße runter, wohnt da nicht schon welche? Weiß auch nicht. Wie geht Junge. Los? Da ist ein getuter Twingo. Ja, mit dem hab ich sogar einen Unfall. Oh. Was geht los? Der Jolo. Kennt ihr den? Nö. Aber wo soll denn... Meinst du, hier wohnen welche? Nee, ich glaube die Straße runter oder so, wo welche. Ja, die Straße runter können sie ja wohnen, wie sie wollen, Mann. Ey, das sind die von vorhin, das ist peinlich. Was geht? Hi. Yeah, yeah. Hallo. Hey, was geht, Mann? Was geht denn hier? Hilfe, ich bin zu fett. Bitte Platz. Wild. So ein kleines Autotreffen, oder was? Nö. Nee, eigentlich nicht. Ja, wilde Karre, ne? Wollt ihr die einziehen, oder was? Nee. Ja, okay, gut, nee, weil da steht noch ein Speedo von mir, dann hätte ich schnell weggefahren. Nee. Wir schauen mal nur ein bisschen nach Wohnung und so. Heißt, wir machen quasi Sightseeing so ein bisschen. Hast du schöne Ecken so als Anreiz? Kommt drauf an, was ihr damit anstellen wollt. Schlafen. Wollte gerade sagen, also wir würden ganz gerne schlafen in Ruhe, ohne dass man irgendwie Angst haben muss, dass man Ärger kriegt mit den Nachbarn. Ja gut, ne? Gibt einiges. Ich habe gehört, Palito ist auch schön, Mann. Also wenn du wirklich deine Ruhe haben willst, dann fährst du nach Palito, aber da ist halt nichts, ne? Da ist halt Tothose. Ja, weißt du, die Spritkosten mal ein bisschen runter, ne? Ich verdiene ja nichts, ne? Ja, kommt ganz drauf an, so. Wenn ihr, auf was für einen Standard ihr wollt, ne? Wenn ihr so ein bisschen es euch gut gehen lassen wollt, dann würde ich sagen, fahrt mal ein bisschen weiter in die Richtung. Und dann nach rechts. Ja, hinten Richmond-Ecke, alles da ist eigentlich recht schön. Da die Straße hoch ist auch ganz nice, zu dem 24-7. Da hast du auch deine Ruhe. Oder du ziehst unten an den Strand. Das geht auch. Da hast du einen schönen Garten. Unten am Strand ist nichts los, oder was? Ja, ich meine von deinen Nachbarn, da wohnen halt, ne, ich sag mal, da wohnen Cops, da wohnen die normalen Menschen halt. Die normalen Menschen. Da kann dir überall passieren, dass du... Wieso zählst du deinen Kopf auf, wenn du sagst, normale Menschen? Ich bin irritiert. Ja, das ist auch wieder richtig. Da wohnen die normalen Menschen, finde ich heiß. Der Twingo, Alter. Ja, aber so die Frage ist, was kostet so Quanta da, ne? Das ist ja die nächste Sache. Also wenn da Cops wohnen, kostet es bestimmt jede Menge. Was hast du eben gesagt? 130 am Strand, ne? Wenn Cops da... Nee, war das weniger. Wenn Cops in der Nähe wohnen, immer weniger eigentlich. Weil die keine hinziehen. Aber Cops verdienen wahrscheinlich gut, ne? Ja, aber das ist direkt Wertverfall. Oder sagen wir es anders, Cops bekommen viel. Ja, Cops sind immer so Winewood-Menschen, weil gerade die, ja, weil die mehr verdienen. Entweder Winewood unten oder halt am Strand. Aber dann diese andere Strandecke, wo die teureren Häuser stehen. Also Strand direkt dann hier in der Stadt noch am Strand oder dann schon Richtung Schumacher hoch? Die Richtung sind ja super teuer. Richtung Schumacher oben, denke ich, wohnen die meisten Cops. Wollte sagen, weil das sieht auch ein bisschen teuer da aus. Geht tatsächlich, 190? 300.000, irgendwas um den Dreh? Ja, von 190 bis 400 ist da alles dabei, Mann. Miles kennt sich aus. Ja, ich hab da auch schon mal geguckt. Also 190 Dollar habe ich, kein Ding. Ja. Nee, da musst du noch 3 Nullen hinten ranhängen, Schätzchen. Heißt, auf die Nullen kommt das Komma an, ne? Das schon mal wieder. Ja, also... Ja, und irgendwie so größere Wohnkomplexe, wo nicht Trouble ist, gibt's nicht mehr, ne? Die sind alle schon wahrscheinlich ausgebucht. Ja, entweder sind sie ausgebucht oder die werden bald ausgebucht. Also ich würde mich als Gruppe, wenn ich damit nichts zu tun haben will, fernhalten. Tatsächlich. Gibt einige Orte. Sonst wirst du bald rausbuxiert, wenn du da eine schöne Ecke hast, ja? Also gibt bestimmt so die eine oder andere Stelle, wo man rausbuxiert werden könnte. Wenn ihr die falsche Stelle erwischt und die falschen Leute, dann können halt überall... Aber das kann dir halt auch überall passieren, so, ne? Kann ja auch hier passieren.
Ich keine Ahnung, wo die Leute hinziehen. Eben. Ja, also und noch habt ihr eure Behausung gefunden? Noch Behausung, ja. Wir gucken auch nach einem neuen Ort. Aktuell wohnen wir die Straße runter in dem Hotelkomplex. Das ist doch ganz chillig dort. Ja, aber langsam reicht es am Platz nicht mehr. Ach so. Großfamilie. Das wäre halt auch eine Idee, wenn wir das da heißt, ausziehen, dass ihr da hinzieht. Das ist so richtig. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Wenn wir denn. Warte mal, ich habe angerufen. Ja, würdet ihr uns zeigen, wo, welche Ecke das ist? Wenn man das ist einfach nur hier runter. Eigentlich ganz schick dort. Ich hab mal so reingeluschert. Was für ein Ding? Das hätte böse enden können für dich. Ich wollte gerade sagen, einfach so irgendwo reinlaufen würde ich halt auch lassen. Ne? Bin noch nicht reingegangen, Alter, bin ich bescheuert? Da stand voll viel Auto. Ich bin da so vorbeigefahren, so ein bisschen langsam und hab reingeguckt. War das keiner von euch? Irgend so eine Urlaubfahrerin ist da einfach mitten reingefahren. Nein, das machen wir nicht. Nö. Also ich hab auch meinen Stolz, ne? Ich fahr keinen Roller. No. Ja, aber ja, also, wenn ihr sagt, ihr geht da bald raus eventuell, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, ne? Ja, wenn ihr euch das angucken wollt, Straße und dann kommt einfach gerade mal mit. Ja, das wäre gut. Ja, gut. Die. Ja, ja. Wäre ja, schon mal dürfen, ne? Leute, die Feinde sind. Ja, schick, schick. Ja, ist halt echt schick. Ne, ist halt. Die Lage ist halt super so. Das Auto da vorne, das könnt ihr da schlecht stehen lassen, finde ich gut. Den ich X7? Ist das der X7, Schatzi, Spazi? Ja. Also da vorne in der Ecke, das ist ein X7. Ja, den habe ich beim Autohändler gesehen und gesagt so, Aber ihr habt hier keine Garage in der Nähe, oder? Doch, hier um die Ecke ist, glaube ich, eine. Wenn du da direkt durch die kleine Gasse fährst, hast du ein Parkhaus mit einer Garage. Ah ja, super. Okay. Das ist also direkt voll hier in die Ecke. Ja, aber also, weiß ja nicht, ne? Wirklich... Man muss ja manchmal ein bisschen auf seine Autos aufpassen, ne? Mhm. Das stimmt. Okay, und der Riesenkomplex wird euch zu klein, ja? Anscheinend. Ja, das stimmt, ja. Das sind ja nicht alle Autos, die hier stehen. Ja, wir müssen zwangseinparken. Nee, wir sind, ich denke mal, wir gehen jetzt an die 15 Leute ran. Okay. Dann reicht es halt nicht. Ja, ja. Das stimmt. Muss man ein bisschen was expandieren. Was kostet so eine Wohnung, wenn ich mal fragen darf? 50.000 plus 50.000. Das geht voll klar. Das also, ist noch billig. Das ist wirklich, also das ist wirklich billig. Ja, ja. Hier gibt's, lass mich lügen, ich glaube 10 Wohnungen. Wäre das jetzt sehr dreist, wenn ich fragen würde, ob einer von euch vielleicht sich meine Nummer aufschreibt und sich meldet, falls ihr hier wirklich auszieht? Können wir gerne machen. Horos. Du mir deine Visitenkarte zu. Ja, dann lass uns mal ein Stückchen zur Seite huschen hier. Das ist. Dann machen wir das. Ich hier Platzangst. Dann melde ich mich, wenn das finalisiert, dass wir hier ausziehen. Und dann... Auf jeden Fall, weil das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, wir haben. Jetzt erstmal was versuchen. Ja. Was? 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 Warte, ich hab dir meine gerade auch mal. Dann hast du. Was? Was? Kannst du das auch mal mitmarkieren? Vielen Dank. Ja. Du stinkst selber. Ich meine, wenn wir eh hier raus wollen, warum nicht gleich? Ja, ich meine, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, dass er dann sagt, so, ja, ruft uns gleich an, aber ja, wäre halt cool. Ne? Ja, ich denke mal, da wird sich was finden. Wenn wir wirklich rausgehen, dann sagen wir euch früh Bescheid. Wir wollen ja auch keinen vor die Füße kacken, also zumindest nicht so früh. Nein, ohne Spaß. Deswegen, also wäre halt schon ganz nett, wenn man sich da irgendwie... Ja, ich sag, wenn euch das gefällt, klar. Ja, doch. Hallo. Wie gesagt, die Autos kann er gleich stehen lassen. Nein. Nein, aber ja. Weil so teuer ist es auch nicht. Haare. Und ich habe echt keinen Bock, da bis nach hinten am Arsch der Welt zu juckeln. Hat irgendwie was. Ja, und ich meine, wenn du sagen wir sowieso deine Ruhe haben willst, bist du hier ganz gut. Was ist PD direkt da vorne? Schön, lass mich in Ruhe. Ja, soweit. Okay. Das ist eigentlich deine Ruhe. Da ist eine Werkstatt direkt neben dran. Wir sind doch nicht auf den Sack gegangen. Okay. Die gehen dir nur auf den Sack, wenn du die Autos schräg auf dem Geh machst. Ach, du warst das mit dem Klo. Schräg. Ach so, wie jetzt? Wir gehen da mit dem Zollstock dann rum und messen dann. Nee, warte, ich zeig, oder? Ich weiß nicht, wo mein Zollstock gefühlt. Das ist schlecht. Sonst keine Sorgen. Ja, das ist wirklich schlecht. Wie tun sie den Fettes an, um zu schauen, ob da du noch. Achtung. Ach so, meint er. Ach so. Ja, alles klar. Wenn du sie so hinstellst. Ja, verstehe. So. Weil du dann halt den Gehweg blockierst oder so. Das machen die aber überall, egal wo du es hinstellst. Ja. Hm. Okay. Ja, ich denke mal, ich werde mich da melden, wenn es dazu kommt, dass wir ausziehen. Ja, wie gesagt. Wäre halt echt nice, wenn du es machen würdest. Jojo. Mhm.
Okay, ja, dann vielen Dank, dass wir uns mal hier umschauen durften. Ne? Natürlich. Ja, ihr könnt auch Raue da mal hochgehen, vielleicht ein bisschen genauer umgucken, dass es passt. Wenn wir Bescheid wissen, ist das gut. Wenn wir nicht Bescheid wissen, ist es nicht so gut. Dann, das heißt, wenn er wollt, dann jetzt. Dann mache ich es jetzt. Dann ja, jetzt. Mit. Muss die Chance nutzen. Ja. Muss mit. Ja. Ja, weil so, ich sag mal so, unangekündigt hier rein ist nicht so prickelnd. Hast du gesehen, ich habe, der Artikel ist schon, ne? Ah, oh, ja, geil. Ist das Grill, ja, schon Steinofen, ja, Pizza, ja, und so. Muss ich gleich mal gucken. Oh. Eigentlich ganz nice, ja. Ja, da musst du wieder abnehmen, ne? Muss viel Sport machen, um auszugleichen. Ja, hast halt hier oben so eine kleine, ich sag mal, Sitzecke. Ja, schon schön. Und ich sag mal, die Aussicht, wenn du danach Richtung Sonnenuntergang guckst, ist auch ganz schön. Oh. Aber für uns halt leider etwas zu klein. Okay. Deswegen schauen wir. Ja gut, wie gesagt, also, ne, dann, wir wären auf jeden Fall da echt interessiert. Die Lat 50 kriegen wir halt auch noch irgendwie auf der Reihe. Also ihr, nicht ich. Ich bin ja, ne? Wer was? Ja, ich zieh dich mit durch, ne? Ja, ja, genau. Zieh mit durch, du Arsch. Okay, ja, dann wollen wir euch gar nicht weiter auf den Sack fallen hier. Alles gut. Ne? Und ja, dann hören wir hoffentlich bald mal voneinander, ne? Jo, denke, das können wir. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Euch auch. Pass vor den bösen Bullen auf, ne? Ich habe gehört, die sind echte... Ach, böse? Alles gut, bis dann. Ich zähle mich schon alles. Bis dann. Alles klar, ja, danke. Ciao. Ciao. Ja. War schön hier. Jo. Ja. Ja, also den Grill fand ich super, muss ich sagen. Ja, ich auch. Natürlich. Ein paar Plätze hast du auch einige, also ein paar. Hey, sonst hast du hinterm Haus noch Platz. Ja, also das wäre ja jetzt wirklich kein Ding, ne? Digga, sonst parke ich einfach so quer und sollen die Bullen sich im Arsch ficken. Ich glaube, die schleppen nicht eher ab, wenn sie sich in den Arsch ficken. Lass uns einfach zu einer anderen Nummer gehen, einfach und fertig, ne? Achso, du hast doch nichts gemacht mit deinem Club, sehe ich. Der ist doch schwarz, schwarz, schwarz. Ja. Kommt noch. Ach, guck mal, hier ein VW. Ich vielleicht ist das ein Polo? Nein. Das ist ein Club. So! Ein Club. Das wäre natürlich schon nice, ne? Was kostet da so eine Wohnung? 50, hat er gesagt. Er hat gesagt, er meldet sich, wenn sie da ausziehen sollten, dann ruft er mich an. Wäre natürlich echt, ja, schon ganz okay. Schlechtere Ecken, ne? Er sagt, es ist auch relativ ruhig. Hier vorne werden direkt die Bullen. Hier läuft sowieso nichts großartig. Wäre schon ein Grund, hier die Herzen zu ziehen. Ja. Du, was sollen sie machen? Naja, besser als Paleto, ne? Da fährst du dich ja tot, wenn du in die Stadt willst. In Paleto gibt's halt aber auch keinen mehr Familienscheiß. Oder irgendwelche Blöcke oder so, da gibt's halt größere. Gibt's halt nicht ein Ding an der Straße, so ein größeres Motelding oder was es ist? Aber wer will denn nach Paleto? Ach, das meinst du, ja. Ja, aber da gibt's doch so ein größeres. Aber ja, da sind schon ein paar Wohnungen weg. Achso, ja, aber das riecht aber auch wahrscheinlich danach alles nach Chicken, oder auf der Seite diese Chicken-Farbe. Ja, ja, diese Hühnerfabrik ist da nebenan. Ja, ja. Ich meine, wer auf Händchen steht. Kannst du doch mal jemanden hinschicken, wenn da jemand loswerden. Ja, ich stell dir mal vor, du gehst früh raus aus dem Hotelzimmer, auf einmal liegt da ein Hühnerkopf oder sowas. Ach, ii. Was ist so eine Katze da geschnappt, das Dinge? Entschuldigung, ich lach nicht darüber, ich. Ja, ich kenne deinen Humor. Ja, hab überhaupt am Malz gelassen, ist abgehauen. Pissen. Achso. Kann aber dauern. Okay. Ja. So muss er suchen, oder? Ja, ja. Pinzette rauskramen, Lupe. Okay. Muss erstmal vorbereitet werden. Okay. Ja, interessant, interessant. Ja, so, jetzt haben wir Wohnung, haben wir, und jetzt? Jetzt, jetzt brauchen wir 50.000. Brauche ich noch einen Job. Einen Job? Ja. Mhm. Habt ihr da mal geschrieben wegen dieser Bar? Wollte ich auch machen? Die haben ja jetzt geschrieben, dass jetzt Annahmeschluss ist irgendwie und Samstag Besichtigung. Ist Besichtigung. Ich weiß nicht, also ich werde wahrscheinlich nicht hin können. Ich bin mir gerade ganz sicher, aber du eventuell schon, ne, Baby? Ja, ich geh hin, denke ich. Aber es sind halt mehrere Interessenten, ne?
Ja, denke ich. Also mindestens drei, weil es gab drei Likes drunter. Also ich gehe mal davon aus, dass es mindestens drei Interessenten sind. Ja, denke ich auch. Ja, also mit euch weiß ich jetzt auch von zwei. Ja. Okay. Auch von euch ist es keiner, oder? Nee. Okay. Ja, das sein kann, man muss ja fragen, ne? Also. Du, aber ganz ehrlich, selbst wenn jemand anders das Ding nimmt, kann ich immer noch wenigstens anfangen, die einen Job für mich haben, ne? Das stimmt. Also man muss ja auch nicht immer alles gleich, ne? Ja, ich weiß. Also von daher, das wäre ja auch okay. Angestellter sein ist immer besser als Chef. Als Chef bist du immer der Gefickte. Jein. Ja gut, aber als Chef bist du auch derjenige, der halt draus machen kann, was er sich halt vorstellt. Er ja, aber als Mitarbeiter kannst du sagen, hier komm, fick dich, ich fange mal anders an, ich kündige. Ne? Ja. Und wo willst du denn anfangen? Ja. Zeitung. Ja, genau. Mhm. Als freier Mitarbeiter. Als Zeitungsausträger. Als Zeitungsausträger. Dann mal los. Ja, 2,50 die Stunde. Wie genau trägt man eine digitale Zeitung aus? Das frage ich mich auch. Naja, iPads vor die Tür werfen, oder? Ja, genau. Ja. Oder Links in Social Media rein spammen. Ja. Oder Zettel verteilen, wo die Links drauf sind, damit die Leute die abtippen können. Ja, so QR-Code wahrscheinlich eher, ne? Aber ja. Und diese, wie heißt die Digga, diese QVC-Codes da, ja. QVC-Codes, genau. Ah, QVC, ja. Was ist denn QVC? Ja, die Codes halt, ne? Ja, also heißt die doch, oder nicht? Nee, das sind QR-Codes, Harper. Ach so. Nah dran, alles gut. Alles dasselbe. Ja. Aber, ja, weiß ich nicht, irgendwas muss man ja machen. Weil ganz ehrlich, so auf diese Farmerei habe ich keinen Bock. Boah. Angeln. Angeln. Ja, man kann das ja machen mit mehreren Leuten, ist das halt irgendwie ganz witzig, mal so zwischendurch. Aber ganz ehrlich, ich weiß, wie lange ich geschrubbt habe, um diesen Fischgestank von den Händen wegzubekommen. War ja, oder man arrangiert bisschen sich dann. Ah, nee. Alles stinkt ja nach Fisch, was du anpackst. Das ist total widerlich. Ja, frag mal Miles. Ich habe extra die Hände getrocknet im Wind. Die ganze Zeit im Kreis gerannt. Mhm. Geil. Ja, Mann. Also hast du jetzt quasi gekrustete Pipi an der Hand. Ja, willst du mal anfassen, Mann? Nee, danke. Aber danke fürs Bild. Danke, dass du das auch nochmal so ordentlich ja, gesagt hast. Ja, ich habe überlegt, ob die Schuhe deswegen gelb sind und ob die vielleicht mal weiß waren. Und ob der Wagen vorher weiß? Na gut, hören wir lieber auf. Ja, scheiße, die sind orange, Mann. Aber ist okay. Vielleicht hast du einfach wenig getrunken. Ja, wer weiß das schon, Mann. Ja. Was kostet jetzt so eine Bude da unten, Mann? 50. Er sagte, er meldet sich bei mir, wenn die wirklich ausziehen sollten. Gucken wir mal, ob er es macht. Also Tatsache, wäre mir die Wohnung keine 50 wert hier auf der Ecke. Da muss man überlegen. Also er kann sich ja erstmal melden und dann kann man ja gucken, ne? Vor allem, wenn die mal wieder auf die großartige Idee kommen, hier eine Sperrzone von 500 Meter ums MD einzurichten, dann kannst du ja auch erstmal wieder deine Wohnung verlassen. Wieso sollten die eine Sperrzone von 500 Metern errichten? Weil sie das vorgestern gemacht haben. Ah, wieso? Was war los? Geiselnahme im MD. Geiselnahme, Schießerei, Messerstecherei, Tote, Verletzte, Krieg. Da hast du aber dann auch einen Logenplatz, ne? Da, in dem Kessel da? Ja. Oh, ich weiß nicht. Immer noch besser als unten dieses komische Ding da, ne? Welches Achso, ja. Also ich würde das Ding, wo wir eben waren, bevorzugen. Ja, aber nicht vom also vom ganz unten, ganz unten beim Fahrradhöker sind auch noch richtige Häuser frei. Okay. Direkt an der Strandpromenade. Ich glaube, die kosten 60.000 oder so. Okay. Aber wollt ihr mal gucken? Ja, gucken kann man. Aber dann müssen wir auch bald mal, ne? Ich würde bloß mal schnell unterwegs noch einen Bulli einsammeln. Ja. Na? Ja, dann mal los. Wo treffen wir uns? Beim Fahrradhändler, oder? Ja, ja. Wo? Okay, bis gleich. Beim Fahrradhöker. Okay. Was ist mit dem Fahrradhändler? Sagen, kommst du? Wow, 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 geile Karre. Ja, danke. Ja, mega. Erstmal müssen wir den Bulli abholen.